Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es wird heute wieder gebastelt und wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen coolen Wattepad-Spender abgecycelt habe aus einer Chipsdose, dann bleibt doch jetzt bitte dran. Für dieses Projekt braucht ihr natürlich eine leere Chipsdose, Acrylfarbe. Ich habe hier noch Dekoblumen, Glitzer, Kleber und Streuglitzer, ein Cuttermesser und eine Schere, ein paar Dekospinnen, Washi-Tape und natürlich ganz wichtig, die Wattepads dürfen nicht fehlen. Ich arbeite mit Superkleber oder eventuell noch mit einer Heißkleberpistole und diesmal bin ich sogar ausgerüstet und habe Nachfüllangelegenheiten. Ach ja, und ein Pinsel wäre nicht schlecht. Zuallererst nehmen wir uns erstmal einen Stift, den ich natürlich nicht auf der Zutatenliste drauf hatte, und überlegen uns erstmal was wegen der Form. Denn wir müssen ja hier so ein Löchlein rausschneiden, so eine Art, wie so eine Art Mauseloch. Aber es darf natürlich nicht zu breit sein, damit die Dinger nicht rausfallen. Und es muss auch hoch genug sein, dass man mit seinen Wurstfingern noch reinkommt, um da was rauszuziehen. Ich bin sehr gespannt. Probieren wir mal. Währenddessen ich hier rede, blende ich euch mal in Timelapse ein, wie ich das hübsch geschnitten habe. Und wie ihr seht, es ist schief. So, dann werfen wir da schon mal ein paar Wattepads rein und testen jetzt mal, ob das überhaupt funktioniert, das System. Funktioniert. Ich glaube, ich werde nochmal versuchen, das etwas zu begradigen. Schaut euch das an, es ist wunderschön. Da sind Gems drauf. Und das ist so ein Stoff. Washi, wo hinten ein selbstklebender Streifen dran ist, falls ihr euch fragt, wo man diese wunderbaren Geräte bekommt. Die gibt es im Itemshop. So, ich habe hier noch einmal in meiner Washi-Tape-Schublade. Nein, da sind nicht nur Washi-Tapes drin. Aber ich habe jetzt hier mal so ein Graus genommen. Es sind noch andere Menschen, die das so machen. Ich klebe mir das immer an alle Finger. Und dann schneide ich dazwischen immer ab. Ich habe nämlich einen Plat. Passt auf, Freunde. Ich klebe jetzt hier erstmal von außen mehrere kleinere Stückchen dran. Ich tue das mal hier hin, für später vielleicht. Und jetzt werde ich mit der Schere hier so lauter kleine Schnitte reinmachen. Das macht man nämlich beim Nähen auch so. Und dann können wir das nach innen umklappen. Ohne dass da 85 Trilliarden Falten reinkommen. Von innen ist es vielleicht eine gute Idee, mit normalem Teser ranzugehen. Das hält dann sicherlich etwas besser, aber ich sehe, es hält nicht so gut. Das liegt bestimmt daran, dass innen drin so ein bisschen wie bei so einem Tetrapack so Foliengedöns ist. Ist immer praktisch, eine Tuba-Acrylfarbe dazu haben in Schwarz. Wie viele Sachen ich schon spontan einfach schnell mit schwarzer Acrylfarbe angemalt habe. Vielleicht stellt ihr sie einfach hin und malt ringsherum. Das glaube ich am einfachsten. Kurz warten, wer schlau ist, holt sich einen Föhn. Wer zu faul ist, bleibt sitzen. Immer schön trinken. Wenn euer Ding nun halbwegs trocken ist, es ist überwiegend trocken, aber wir wissen, ungeduldig und so, dann gehen wir nochmal drüber. Ich müsst immer daran denken, keine Lücken lassen. Es soll schön schwarz sein. Mindestens so wie euer Innerstes. Unsere Röhrenangelegenheit ist jetzt trocken. Ich habe sie geföhnt. Jetzt ist die Farbe getrocknet. Sie ist matt. Das gefällt mir sehr. Man sieht halt jetzt hier ja noch sehr diese Wickelrillen von diesem Papier, aus dem das ist. Wer möchte, kann natürlich noch vorher Papier drum machen oder vielleicht mit Pappmaché und daraus noch, keine Ahnung, irgendwas Cooles bauen, einen Turm. Das wäre mal eine coole Idee gewesen. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Man hätte da so einen Prinzessinnen-Turm draus machen können. Scheiße. Fuck. Voll gut, dann wäre hier unten so die Tür gewesen, dann hätte man hier noch so Fensterchen drauf malen können. Oh Mann, ja, und dann hier auf dem Deckel, den ich leider verloren habe, hätte man noch so ein Türmchen machen können. Naja, irgendjemand von euch kann das ja machen. Wir machen jetzt diese spontan, ich bastel das jetzt und benutze, was ich habe, Variante. Jetzt hiermit an, mit diesem wunderschönen Stoff-Washi-Tape. Das möchte ich einmal hier oben drum machen und unten drum. Ich halte es erstmal an, check die Länge ab und schneide das dann ab. Ich bin ein großer Fan davon, dass das selbstklebend ist. Das ist super geil. Und schon sieht das wunderschön aus. So, das Ganze machen wir hier unten auch und hier werde ich es nach innen umklappen. Kidding!
ich mag es schon mal. Jetzt habe ich überlegt, hier unten die beiden schwarzen und da oben so rosa. Aber ich packe die erstmal aus. Die habe ich übrigens von Leos Papa geschenkt bekommen. Vielen Dank. Bist du kamerascheu? Mhm. So werde ich es machen. Also so wie hier auch auf der anderen Seite. Ich bin ja ein bisschen verliebt. Ich finde es ja ein bisschen süß, ne? Mein ursprünglicher Plan war noch, mit diesem Glitzerkleber ein fettes Pentagramm drauf zu malen. Dann nochmal Glitzer drauf zu schütten, damit es noch mehr glitzert, weil kann ja nicht schaden. Und dann könnte ich ja hier oben noch mehr von diesen Röschen verteilen vielleicht. Oder ich mache eine Krone drauf. Pentagramm oder Krone? Scheiße, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich mache eine Krone. Passt hier zu Prinzessin Dari, oder? Endlich kann ich mal meinen weißen Stift benutzen. Und malen wir mal hier eine Krone drauf. Wisst ihr, welche Krone ich immer super fand? Die von der Prinzessin aus das singende, klingende Bäumchen. Und ich mag halt gerne diese kleinen, die so schmal und hoch sind. Und so eine hatte die auch. Und die hatte so Bubbel und dann hat die sich so nach... Oh Gott, ich glaube, so eine muss ich mir irgendwann mal irgendwie nachbauen. Die ist der Hammer. So eine ungefähre Form aufgezeichnet. Die passt ganz gut dazu, glaube ich. Und jetzt versuche ich gleichmäßig mit diesem Glitzerkleber die Formen entlang zu fahren. Ich hoffe, das klappt. Bis jetzt bin ich zufrieden. Da wird wahrscheinlich noch einiges dran kleben bleiben. Den Rest könnt ihr euch auch direkt Haare, Gesicht, Dekolleté. Glitzer, es schadet nie. Nee. Beinahe hätte ich gepustet. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Oh, ich mache hier das schon wieder viel zu kompliziert, ne? Jetzt einfach wegschmeißen. Mal. Oh. Warum? Jetzt kann ich ja pusten, ne? Wir haben jetzt hier immer noch Satinröschen und Spinnen. Kamil schickt mir einen Link zu Sekundenkleber. Mit der Innenblume da oben finde ich jetzt doch doof. Ich glaube, da muss noch was dazu. Links, rechts vielleicht noch wieder drauf. Gefällt mir ein bisschen besser. Ich überlege halt echt hier so und da noch so ein paar Spinnen drauf zu verteilen. Ich mach das jetzt so. Ob es nur so langweilig aussieht oder mit den Spinnen scheiße, nimmt sich dann auch nicht viel. No risk, no fun. Wenn man schon mal ein ganzes Glas voll Plastikspinnen hat, dann muss man da oben mit anfangen. Das hält nicht. Okay, der Superglue ist schon mal scheiße. Das gefällt mir. Richtig Deluxe wäre, wenn ich so richtig winzig kleine Glitzersteine hätte und auf jede Spinne noch einen Glitzerstein draufkleben könnte. Ich probiere mal, wie es aussieht, wenn ich auf eine Spinne auf den Rücken so einen Bubs-Glitzerkleber mache. Scheiße, das ist richtig geil. Das muss ich machen. Fällt nicht doll auf, aber es ist traumhaft. Es ist traumhaft. Prinzessinnen, Prinzessinnen, Spinneninnen. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, dieses matte schwarze Papier hier innen drin reinzutun, weil ich ja keinen Deckel habe und es leider doch ein bisschen scheiße aussieht. Wenn man da reinguckt, dann ist da noch so halb angemalt. Deswegen mache ich jetzt einfach diese Röhre, klebe die mit Klebeband zu. Machen Klecks Kleber an den Rand von unserem nicht sonderlich gut klebenden Superkleber. Aber irgendwann wird er schon kleben. Und ich habe ein Haar von mir mit angeklebt. Das ist für die persönliche Note. Nein, scheiße, der klebt doch ganz schön gut. Finger angeklebt. Ah! Oh, fuck, 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 fuck. Oh nein. Oh. Verfickt, jetzt ist noch eine Spinne abgefallen. Jetzt wird das Projekt doch noch zu einem Desaster. Nein! Jetzt habe ich auch noch in den Glitzer reingefasst. Och Mann, Leute, scheiße, was ist denn los? Why? Oh. Schon wieder. Oh, scheiße. Okay, ich nehme alles zurück, was ich über dich gesagt habe, Kleber. Danke, du funktionierst. So, ihr Lieben,
jetzt ist das Ding aber wirklich fertig. Ich muss mich beeilen, der Akku ist gleich leer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht hat es euch ja inspiriert. Wie fandet ihr die Idee? Was würdet ihr aus diesem Ding machen? Wie fandet ihr die Idee mit dem Prinzessinnentürmchen? Übrigens noch 1 Million Milliarde Dank an euch alle für die tolle Beteiligung an meinem letzten Video, an meinem Giveaway. Verlinke ich natürlich auch. Da habe ich ganz viele wundervolle Kommentare bekommen und da freue ich mich sehr drüber. Und ich, wie ihr wisst, ich freue mich ja immer über Kommentare. Nun denn, das kommt nun auf meinen Schminktisch. Ich zeige euch natürlich gleich noch, wie das aussieht. Aber jetzt gibt es von mir eine Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Muah!